Herzlich willkommen in der Düsseldorfer Neanderkirche. Mein Name ist Sebastian Klein, ich bin Kantor an diesem schönen Ort hier. Die Neanderkirche ist ein barocker Saalbau, erbaut 1684, gelegen mitten im Herzen der Düsseldorfer Altstadt. Ein bedeutendes Element im Innern der Kirche ist die große Orgel, erbaut von der Firma Rieger aus Vorarlberg. Die Orgelweihe fand 1965 statt. Dem Instrument zugrunde liegt die Idee der Europaorgel, das heißt einer Synthese verschiedener Orgelbautraditionen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Das Konzept stammte von Dr. Hubert Meyers, einem Organologen und Röntgenarzt aus Luxemburg. Landeskirchenmusikdirektor Professor Gerhard Schwarz, ein bedeutender Düsseldorfer Kirchenmusiker, Organist und in gewisser Weise auch Mitarchitekt der Düsseldorfer Orgellandschaft, erläuterte bei der Orgelweihe, dass die Orgel auf der Tradition der französischen Orgelbaukunst der letzten Jahrhunderte fußt. Hubert Meyers führte aus, dass, ich zitiere, die Neanderorgel dabei über das französische Vorbild hinausgeht. Sie erstrebt die Zusammenfassung des Klanglichen von ihrer Eigenart her, sodass nicht nur die Orgelmusik der Franzosen auf ihr vorbildlich klingen soll, sondern die gesamte europäische Orgelmusik von den Anfängen bis heute. Die Rieger Orgel hat 47 Register, das heißt 47 verschiedene Klangfarben, verteilt auf drei Manuale und das Pedal. 35 Register sind Labialstimmen, 12 Register sind Zungenstimmen. Insgesamt hat die Orgel ca. 3.500 Pfeifen. In der Brüstung befindet sich das Rückpositiv, links daneben im Gehäuse die Pfeifen des Kleinpedals. Oberhalb des Spieltisches sehen wir das Hauptwerk, dahinter oberhalb das Gehäuse des Großpedals, welches auf dem Schwellwerk positioniert ist. Die Orgel ist für den Kirchraum eher großdimensioniert und klanglich dementsprechend präsent. Aus diesem Grunde hat man sich einige Jahre nach der Einweihung des Instrumentes dazu entschlossen, nachträglich Schleierbretter, das sind die farbigen Elemente, im Gehäuse anzubringen. Um die Tradition der französischen Orgelbaukunst aufzunehmen und darzustellen, spiele ich nun Auszüge aus Veni Creator, einer mehrteiligen Komposition des französischen Barockkomponisten und Organisten Nicolas de Grigny. Thank you.
zwei Besonderheiten der Orgel möchte ich kurz zeigen. Zum einen handelt es sich um die über mir sich befindenden spanischen Trompeten oder Schamaden, wie man dazu sagen kann. Die Orgel der Neanderkirche war die erste Orgel Düsseldorfs, die diese Register hatte. Mittlerweile findet man sie an einigen Stellen in Düsseldorf. Ich spiele kurz dieses Register Schamade 8 Fuß an. Eine andere Besonderheit dieser Orgel betrifft den Tonumfang. Wir haben das Pedal ausgebaut bis zum G1. Normalerweise findet man das Pedal bis zum F1 ausgebaut. Und wir haben anstatt 4,5 Oktaven tatsächlich 5 Oktaven, die erreicht werden können mit allen Registern. Das klingt dann zum Beispiel so. Die Orgel hat eine mechanische Spiel- und Registertraktur. Das heißt, dass der Weg von der Taste zur Pfeife und vom Registerzug in die Windlade über Wellen, Winkel und Verbindungen läuft. Ich kann Ihnen mal kurz zeigen, was es mit der mechanischen Registerzugbeschreibung zu tun hat. Wäre das Register elektrisch angesteuert und ich würde die Taste leer drücken, dann ist es, wenn es elektrisch wäre, da oder nicht. Hier kann ich halt eben, indem ich den Registerzug langsam ziehe, für solcher Art Effekt sorgen. Das ist in mancher Literatur vorgeschrieben, dass man das bitte so einsetzen möchte. Das ist hier möglich. Die Registerzüge sind zudem im Gehäuse mit Magneten verbunden, sodass man sie elektrisch ansteuern kann und insgesamt über die Setzeranlage, die wir haben, 4000 verschiedene Klangkombinationen speichern kann. Im Rahmen der Revidierung der Orgel 2016 durch die Orgelbaufirma Seifert wurden elektrische Koppeln eingebaut, die das Spielen, wenn man alle Werke zusammenschaltet, erleichtern. Nun möchte ich Ihnen ein paar Register der Orgel näher vorstellen. Es geht los mit dem zartesten Register, der Gedaktflöte 8 Fuß im Schwellwerk. Gefolgt von der Koppelflöte im Hauptwerk. Und dem 8 Fuß im Rückpositiv. Fügen sich die 8-Fuß-Register zusammen. Mit den entsprechenden 4-Fuß-Registern dazu. Zeige ich Ihnen drei Flötenstimmen, die wir auf den verschiedenen Werken haben. Als nächstes zeige ich Ihnen die drei Zungenstimmen im Schwellwerk. Es geht los mit der Trompete 8 Fuß. Trompete 16 dazu. Trompete 4 als Krone darauf.
Nun geht es in einem kurzen Abstecher in die Aliquot-Register. Im Schwellwerk befindet sich die Schwebung registriert, dazu im Hauptwerk und im Rückpositiv ein paar Klangfarben. Zuletzt zeige ich Ihnen noch einige Zungenstimmen aus den verschiedenen Werken, die zusammengekoppelt erklingen. Die Riga-Orgel der Neanderkirche ist seit nunmehr 5,5 Jahrzehnten im Einsatz und erfreut nicht nur die Gemeinde in den Gottesdiensten, sondern auch die Zuhörenden der sommerlichen Orgelkonzerte, einer Konzertreihe, die seit den 60er Jahren jedes Jahr immer mittwochs zwischen Ende Juni und Anfang September hier in der Neanderkirche stattfindet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, Ihnen dieses Instrument etwas näher gebracht zu haben. Ich würde mich freuen, Sie bei der einen oder anderen musikalischen Veranstaltung hier in der Neanderkirche begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen zum Musikprogramm an der Neanderkirche finden Sie unter www.neandermusik.de. Nun folgt ein Abschlussstück. Ich bedanke mich herzlich.